Leitungssparende Wechselschaltung. Mein Name ist Meierhofer und ich werde euch jetzt die Erstellung dieses Laborberichtes kurz erklären. Als erstes holt in gewohnter Weise den Laborbericht von der Lernplattform Moodle und füllt oben den Kopf in technisch sauberer Form aus. Als zweites schauen wir uns einmal die Erklärung an, was kann diese Schaltung überhaupt. Ihr kennt bereits die normale Wechselschaltung. Und bei der normalen Wechselschaltung ist es so, wenn Sie eine Steckdose noch beim Schalter dazu braucht, dann müsst ihr Leitungen nachziehen. Bei dieser leitungssparenden Wechselschaltung haben wir folgende Situation, dass wir uns eine Ader sparen, wenn wir eine Steckdose noch nachträglich dazu installieren wollen. Wegen ihrer geringeren Übersichtlichkeit soll diese Schaltung nur angewendet werden, um Stemmarbeiten zu vermeiden, das heißt in bestehenden Anlagen, oder wenn eine Ader vergessen wurde oder wenn nachträglich eine Steckdose dazukommt. Eventuell auch, wenn eine vorhandene Mehrfachleitung 5x5 verwendet werden sollte, das trifft uns einige Male vielleicht bei Aufputzinstallationen, dass man da ein 5x5-Kabel verwendet. Hier sozusagen die Platzhalter für die Schaltungen und Symbole, die wir uns jetzt gleich anschauen und was da jetzt reinkommt, zeige ich euch jetzt. Gleich wie bei der Wechselschaltung schauen auch die Symbole aus. Bitte hier sauber herzeichnen. Ebenso die möglichen Schalterstellungen. Wie gesagt, der Wechselschalter wechselt zwischen den beiden korrespondierenden. So, und jetzt schauen wir uns den Aufbau dieser Schaltung an. Der Außenleiter L wird auf einen der korrespondierenden angeschlossen. Und ebenso wird der Außenleiter zu anderem Schalter geführt und ebenso bei einem korrespondierenden angeschlossen. Der Schalter Lampendraht wird ebenso bei den korrespondierenden, bei den anderen beiden angeschlossen. Und die Wurzelkontakte beider Schalter werden nur ganz normal miteinander verbunden. So, wir sehen jetzt, dass bei jedem Schalter sozusagen bei einem korrespondierenden der Außenleiter angeschlossen ist und bei jedem Schalter ebenso auch der Lampendraht. Der Neutralleiter wieder ist direkt beim Verbraucher angeschlossen. Und der Wurzelkontakt, die beiden Wurzelkontakte werden verbunden und da wird aber sonst nichts angeschlossen. Schauen wir es uns im Verdrahtungsplan an. Das ist natürlich jetzt, das sehen wir schon, die Übersichtlichkeit leidet ein bisschen darunter. Der Außenleiter geht zu einem korrespondierenden und zum korrespondierenden vom zweiten Schalter. Der Schalter Lampendraht geht einmal zur Lampe und verbindet sozusagen beide Schalter über den korrespondierenden 2. Und die Wurzelkontakte beider Schalter werden mit einem Leiter verbunden. Ganz eine wichtige Sache. Zur Installation. Momentan schaut es exakt gleich aus wie bei der normalen Wechselschaltung, außer dass wir hier bereits einen Draht mehr da haben. Ja, das ist der einzige Unterschied momentan. Wenn wir jetzt allerdings wieder eine Steckdose dazu installieren, wissen wir, hier ist der Außenleiter bereits vorhanden und wir müssen noch dazu installieren einen Neutralleiter und den Schutzleiter. Die zwei Drähte müssen wir noch nachziehen, die haben wir noch nicht beim Schalter. Ebenso beim zweiten Schalter, bei der normalen Wechselschaltung, hätten wir hier nur den Schalter Lampendraht und die beiden korrespondierenden. Wenn wir hier jetzt auch eine Steckdose dazu brauchen, dann wissen wir, dass auch hier der Außenleiter vorhanden ist und wir müssen gleich wie beim ersten Schalter nur den Neutralleiter dazu installieren bzw. einen Schutzleiter noch ziehen. Und jetzt wissen wir, oder wir sehen, bei der normalen Wechselschaltung, bei dieser Erweiterung, haben wir hier 4 Drähte gehabt, da haben wir nur 3. Und damit kann man sagen, das ist leitungssparend. Gut, Erkenntnis können Sie hinschreiben, diese Schaltung ist unübersichtlicher, ja, gegenüber der normalen Wechselschaltung. Der Vorteil ist, wenn ich eine Steckdose erweitern möchte, habe ich bei jedem Schalter bereits den Außenleiter. Schauen wir uns an, wie wir das im Labor verdrahten. In
Gewohnterweise beginnen wir mit der Energieversorgung. Wieder rauf zum Schalter, den Neutralleiter rauf zum Schalter. So, den ersten Außenleiter, ups, das ist blau, das passt nicht. Den Außenleiter geben wir zu einem korrespondierenden. Und die beiden korrespondierenden werden miteinander verbunden. Das heißt, an jedem Schalter liegt an einem korrespondierenden der Außenleiter. Den geschalteten geben wir hier zum zweiten korrespondierenden und da gehen wir zur Lampe her. Damit der Stromkreis geschlossen ist, brauchen wir noch den Neutralleiter. Und jetzt fehlt uns nur noch die Verbindung zwischen den beiden Wurzelkontakten. Den verbinden wir da so rüber. Ja, da ist sonst nichts angeschlossen, außer diese, wow, was ist da los? Außer dieser eine Draht. Bräuchte ich jetzt noch mehrere Verbraucher, dann wisst ihr das. Ich verbinde die einfach parallel. Und schon leuchten zwei Lampen. Wie gesagt, die Besonderheit ist, den Wurzelkontakt verbinden miteinander und an jedem Schalter liegt der Außenleiter an. Und der Schalterlampendraht ist ebenso bei jedem Schalter angeschlossen. Und zwar bei den korrespondierenden. Wie wir die korrespondierenden herausmessen, haben wir bereits bei der Wechselschaltung, bei der normalen Wechselschaltung uns angeschaut. Und das wäre im Prinzip jetzt die leitungssparende Wechselschaltung gewesen. Solltet ihr noch Fragen haben zu dieser Schaltung, wisst ihr, wie ihr es mir erreichen könnt. Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen beim Erstellen des Berichtes und dann beim Aufbauen in der Schule.